Jens Lehmann, ehemaliger deutscher Nationaltorhüter, deutscher, englischer und italienischer Meister, UEFA-Cup-Sieger, Brillendieb, Bandenpinkler und seit gestern der Kettensägenmann vom Starnberger See. Dort soll er am Montagnachmittag den Carport seines Nachbarn zersägt haben, weil dieser ihm mit seiner Garage den Seeblick genommen hat. Die Sicht auf seinen schönen Starnberger See. Oktober 2009. Lehmann beleidigt einen Balljungen, weil dieser den Ball vor dem Keeper weggeworfen hat. Dezember 2009. Lehmann erleichtert sich hinter einer Bande beim Champions-League-Spiel. Im selben Monat entwendet er einem Fan die Brille und bekommt eine Anzeige. 2021 äußert sich Lehmann rassistisch gegenüber des Ex-Nationalspielers Dennis Aogo, nennt ihn einen Quotenschwarzen. Daraufhin fliegt Lehmann bei Hertha BSC als Aufsichtsratmitglied raus und auch seinen Job als TV-Experte ist er danach los.